Ich sehe immer mehr Menschen, die Flaschen sammeln, um zu ihrem Unterhalt selber etwas beizutragen. Zusammen mit Kollegen aus ganz NRW machen wir die Ausstellung Stell mich an mich aus. Wir wollen damit auf das Schicksal von Langzeitarbeitslosen und überhaupt auf das Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit aufmerksam machen. An diesen beiden Bildern, jeweils in Arbeit oder nicht in Arbeit, zeigt ja auch den Unterschied, was es heißt, an Arbeit teilzunehmen. Morgens loszuziehen, eine Aufgabe zu haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Also Arbeit gibt den Menschen Würde und das Gefühl, ich kann für mein Leben selber etwas tun. Ja, ich bin froh, dass die Caritas hier ist auf dem NRW-Fest und wir nicht nur einfach sagen, wir feiern 70 Jahre NRW, sondern wir müssen auch fragen, wo gibt es noch was zu tun. Ich finde, es ist ein wichtiges Thema und wir werden uns da in der Kommunalpolitik darum kümmern und kümmern uns heute schon darum, hier Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen, die eben benachteiligt sind, zu schaffen, um ihnen nicht nur das Gefühl zu geben, sondern das Bewusstsein zu vermitteln, jeder wird gebraucht und jeder gehört dazu. Arbeitslos zu sein ist eine ganz große Schmach. Sie wird persönlich oft wie eine Schande empfunden. Da hilft kein Programm mit Angeboten von Arbeit. Da braucht es echte Begleitung. Die dürfen nicht einfach ausgestellt, abgestellt sein. Und darum unsere Kampagne, die das auch nochmal deutlich macht.